Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Im letzten Part sind wir hier im Imperium angekommen, sind jetzt hier in der Nordstadt schon gelandet. Ja, und es tut mir sehr, sehr leid, dass der letzte Part so abrupt enden musste. Warum auch immer auf einmal meine HDP VR gespackt hat. Ich musste sie dann komplett neu starten, aber mittlerweile passt wieder alles, hoffe ich wenigstens. Ja, viel haben wir zum Glück nicht mehr gemacht. Wir sind eigentlich nur noch schlafen gegangen und waren dann auch schon den Part beendet. Was ich noch zeigen wollte, war... Wenn man hier runter geht, da ist nämlich, müsste nämlich eine Kiste sein und der gute Berti. Okay, nur der gute Berti, keine Kiste. Ich habe es in Erinnerung gehabt, dass beim guten Berti ein Orb war. Aber okay, nur der gute Berti. Habe ich auch kein Problem mit. Smells like a war's a brewing in this town. Trust me, I've been around weaponry all my life. And here your weapons in need of an... So, aber ich glaube, ich habe nichts, oder? Ne, ich habe keine Orbs. Alles klar. So, wie sieht's denn eigentlich mittlerweile bei meinen Waffen aus? Ja, das mit der Axt sieht schon mal ganz ordentlich aus. Die Kleine hat jetzt die Lanze. Ne, der Speer ist das. Eigentlich ganz okay. Ja, und bei ihr dauert es immer lange, dann hat sie die Kralle voll. Wunderbar. Ja, ich habe es im letzten Part noch gezeigt, wenn man hier hochgeht, das sind dann diese Ritter. Die kann man eigentlich ganz cool besiegen, weil die eigentlich gar nicht mal so gefährlich sind und dafür eigentlich ziemlich viele Erfahrungspunkte geben und ziemlich viel Geld. Oh ja, und dann haben wir jetzt schon wieder so eine Ruine. Wir erinnern uns an Pandora. Dort hatten wir genauso welche. So, jetzt warte mal. Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung gehabt, dass hier Orbs waren? Nein, habe ich anscheinend nicht. Ich weiß, dass hier auf der Dachterrasse, dass da ziemlich viele Orbs sind. Also man findet da in der Ruine, glaube ich, ohne den Endboss, ich glaube, 2 oder 3 Orbs. Aber nein, liegt hier nichts. Alles klar. Pamela, wake up. Are you okay? Shut up. Shut up. Shut up. I won't go back. Diluc and I are happy here. Leave us be. What do you think of that, huh? This is revenge for taking him from me in the first place. He'll never be yours. What? But Pamela, that can't be. It feels good to come out on top. Pamela, this isn't what I wanted. Let's get her to Chrissy's. Come on, sis. What happened? Chrissy, can you take care of our friend for now? It's a long story. Okay. There's a doctor sympathetic to our cause. We'll take her there. Thank you. Leave this to us. You go help Diluc. Alter, volle Kanne reingeballert mit den Krallen, ey. Das muss doch wehtun. Alter. So schnell steht die nicht mehr auf. Oh ja, dann haben wir sie wieder, die Ruinen. Oh wow. So, hi. Einen wunderschönen guten Tag. Komm her. Wunderbar, Rex. Ach komm. Da hat schon wieder jemand hier gecheatet. Da cheatet jemand. Man kann Laterne noch nicht haben. Da cheatet wer? Ihr seid alles Cheater. So, jetzt schauen wir mal da rein. Was uns da so erwartet. Das gefällt mir nicht. Das scheint nämlich der richtige Weg zu sein und das will ich nicht. Weil ich will natürlich zuallererst mal die Orbs holen, weil die sind erstmal wichtig. So. Und zwar kommt man doch so zu denen hin, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich glaube schon.
So, jetzt müsste ich ja hier so auf diesen Balkon kommen. Jo, genau so sieht's aus. Und da ist er auch schon, der Orb. Und wir sind kurzzeitig wieder Chewbacca geworden. Sehr schön. So, aber es gibt hier noch einen anderen Orb. Den will ich mir natürlich auch holen. Der ist nämlich auf dem anderen Balkon dann. Also wollen wir da natürlich auch noch kurz hin. Eigentlich kann ich hier relativ gemütlich so durchracen, weil ich muss nicht leveln. Ich habe das definitiv nicht nötig. Weil ich ja meine ganzen Magie-Gins immer auf Maximum-Level, sage ich jetzt mal. Und dadurch level ich natürlich auch ein bisschen meine Charaktere. Natürlich nicht viel, aber das bisschen reicht tatsächlich schon, weil das Spiel mittlerweile so leicht leider geworden ist, ey. Leider, leider, leider. Also es war ja damals schon leicht für die PlayStation. PlayStation, sag ich schon. Für das SNES. Wobei einzelne Bosse ein bisschen schwieriger waren. Und als kleines Kind, Alter, ich habe als kleines Kind echt Probleme mit dem Spiel gehabt. Das war mir echt zu schwer teilweise dann zum Schluss. Da gab es dann echt eine Stelle, die mir echt zu schwer war. Heute wahrscheinlich, ich race da wahrscheinlich durch. Nehme ich jetzt mal an. Ich werde da wahrscheinlich durchracen. Weil es so leicht sein wird. Aber das mache ich heutzutage auch auf dem SNES. Wenn ich das spielen würde. So, gibt's hier noch irgendwas? Nein, hier gibt's nichts mehr. Okay. Immerhin schon mal zwei Orbs. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal richtig, richtig geil. Und hier gibt es nichts mehr. Alles klar. Dann können wir uns jetzt eigentlich weiter auf den Weg machen. Oh, ich mag die Musik, die hier läuft. Wie gesagt, als kleines Kind, ich habe es ja schon mal gesagt, habe ich hier echt ein bisschen Angst gehabt. Aber mittlerweile liebe ich diese Musik. Weil die jetzt so richtig schön... Ja, sie ist so ein bisschen düster, ein bisschen geheimnisvoll. Schöne Musik. So, gut die Augen offen halten natürlich. Nicht, dass wir irgendwie einen Orb oder so übersehen. Hier ist nichts. Ja, das macht das Spiel ganz gerne. Das ist dann in den Ruinen einfach mal... Hey, hörst du auf mich zu blenden, Sonne? Das ist einfach mal in den Ruinen dann mal vereinzelt leere Räume sind. Alter, mich blendet die Sonne, geh mal weg. Also normalerweise begrüße ich es ja, wenn du mal kommst. Das ist schön. Dann freue ich mich, wenn die Sonne scheint, da war. Wenn du mich dann so blendest, mitten beim Aufnehmen, dann ist das nicht toll. Dann ist das nicht nett von dir. Das ist nett, nett. Ah, Magiebon. Na, schauen wir mal, was da so ist. Hier vielleicht noch mal irgendwo ein Orb. Oh, was haben wir hier? Alles klar. Ey, aktiviere den Schalter. Du hörst in der Ferne ein Geräusch. Geil. Ich race jetzt einfach mal hier durch die... durch die Ruinen. Ja, als kleines Kind ging das nicht so. Da hat man Angst gehabt hier drin. In der Wand hinter dir erscheint eine Tür. Ja, da will ich mich, will ich aber gerade noch nicht hin. Ich will mich gerade noch umschauen. Aha, weil das ist nämlich auch weg. Okay. Erstmal schauen, wo führt das hin. Aha. Oh. Ein Schwertorb. Oh, noch einer. Haha. Noch ein Schwertorb. Oh, das ist sexy. Okay, wir sind schon bei 4 Orbs, die man hier drin findet. Ich hatte 3 geschätzt. Jetzt sind wir schon bei 4. Sehr gut. Ich sage, dass man hier drin einige Orbs findet. Da muss man echt so ein bisschen die Augen offen halten.
Weil man ja doch schon ziemlich geile Orbs findet. Und vor allem ganz wichtig, Schwertorb. Ist immer ganz wichtig. Ach, komm schon. Weil das Schwert halt echt eine der besten Waffen ist im Spiel. So, wir müssen mal kurz jemanden heilen. Das geht ja so gar nicht. So, Kaiju. Alles klar, da muss ich mich selbst noch heilen. So, du machst mal so und du... So, warte mal. Alles klar. So, und jetzt heil du uns mal. Ah, alles klar. So geht's uns. Ey. So geht's uns jetzt natürlich schon sehr, sehr viel besser. Schönen guten Tag. Ich bin auf der Durchreise. Bitte ignorieren Sie mich. Wahrscheinlich habe ich die Ruine jetzt schon irgendwie komplett durch oder so. Keine Ahnung. Oh, das sieht wirklich nach Ende aus. Alter. Alles klar. Ich hab sie durch. So, kurz mal heilen. Oh, hi. Du schon wieder. Kein Problem. Mach mal. Na, komm. Mach's Auge auf. So. Wunderbar. Donnerschlagstufe 5. Was ist denn los mit dir? So, jetzt machen wir erstmal hier das andere Auge kaputt. Und wenn das andere, wenn das mittlere Auge wieder aufmacht, dann kriegt das einfach mal hier einen Diamantring mitten in die Fresse. Also in die Fresse vom Auge sozusagen. So, schön weitermachen so. Ja, das sollte doch so eigentlich funktionieren, oder? Yeah, die eine Seite ist kaputt. So, du machst mal hier weiter. So, und immer schön in die Mitte. Sehr schön. Ich kümmere mich währenddessen mal um die anderen Augen. Das linke und das rechte. Und unser Kaiulein kümmert sich einfach mal um die goldene Mitte. Und klatscht es einfach mal mit Gnomen zu. Wodurch es eigentlich keine Chance haben sollte. Ja, sag ich doch. Mit Mana geht das schon. Ja, Magie ist sehr, sehr stark in dem Spiel. Nochmal ein Peitschenorb, Alter! Jetzt haben wir hier schon 5 Orbs drin bekommen. Gut, ich habe ja vorher gesagt, ohne Endboss. So, hallo, wer bist du? Okay. Hast du ein gutes Rezept für mich? Das ist ein gutes Rezept. Lecker. Ich mag Salat. Der schmeckt gut. So, warte mal. Da ist nix. Hier ist auch nix. Tür lässt sich nicht öffnen. Alles klar. Missed you so much. Oh, Diluc. I'm so glad you're safe. Oh. What are you doing? Pesky girl. Her back now.
The mighty Thanatos has need of her. Or more specifically, her blood. How could you? You have no soul! Do you know how worried she's been for your sake? I don't care if you're under some spell! She loves you! And you've gone too far! Ouch! What have I been... No! Thank you. I can think clearly again. Don't move! Are you crazy? Please, help her. She's in terrible danger. There's a door behind the altar. Go! Here it is! Wage es nicht mehr, meine Heilerin zu nehmen. Das ist nicht gut. Nett. You should stick around. This girl's life force is stronger than I expected. She'll make a fine specimen. What? No, this is impossible. How? Where am I? What's wrong with you two? We can move! I see. Dylok must have transferred some of his life force into her. He never fails to impress. All the more reason why we can't let him slip from our grasp. I have no more need of you fools. Vampire, do with them as you will. Alles klar. So, haben wir Bock, ihn mal richtig schön nass zu machen? Also, ich würde mal sagen, haben wir. So, und zwar machen wir das so und dann nehmen wir dann, das so. Okay, fangen wir an. So. So, den klatschen wir volle Kanne weg. Wunderbar. Ja. Und sonst so? Geht's euch gut? Das ist schön. Es freut mich, wenn es euch gut geht. Ja, also, das kann man mal machen. Oh, schon vorbei. Ja, mit Mana kann man es mal kurz übertreiben. Aber gut, das liegt jetzt nicht ausschließlich daran, dass das Spiel für die PlayStation 4 anscheinend noch leichter gemacht wurde, als es ohnehin schon ist. Das war damals auch schon so. Da ist der 6. Orb. Alter, 6 Orbs. Heftiger Scheiß. Dylok! Hey. We should go. Don't worry. What matters is that he's alive. I'll find him again. I know I will. I know it. Oh, das ist die schöne Musik, wo ich hier spiele. Das muss man ja sowieso sagen. Secret of Mana hat sowieso einen so unendlich genialen Soundtrack. Jetzt bin ich ja hier, weil ich hier das letzte Mal die Ruine verlassen habe. Naja, müssen wir jetzt schnell zum Hauptgang gehen. Ist ja schnell gemacht. Auf jeden Fall haben wir jetzt halt einige Orbs, die wir mal ganz kurz benutzen können. Ja, das ist halt das Problem, das ich immer meine mit Mana. Es ist ein bisschen überlevelt. Also das war damals schon so, dass die Geister zu stark sind. Entweder das, oder die Bosse einfach zu schwach. Und ich bin eher der Meinung, dass die Bosse einfach zu schwach sind. Weil wenn die Bosse einfach, keine Ahnung, das Doppelte an Energie hätten,
Dann könnte man das schon nicht mehr machen, dass man sie so zuknallt mit Magie. I'd always wondered if Santa was real. But that's what caused this problem in the first place. If children had faith, Santa wouldn't have been in such a bind. When did you start to doubt he was real? Don't laugh. I won't. When I was 8. Aw, how sweet. Und jetzt? Sie hat an den Weihnachtsmann geglaubt, bis sie 8 war. Und jetzt? Wo ist jetzt das Problem? Also ich weiß jetzt nicht, wie alt ich war, bis ich nicht mehr an den Weihnachtsmann geglaubt habe, aber... ja. Also ich glaube, ich wurde eingeschult mit 7. Ich glaube mit 7. Also im Kindergarten habe ich auf jeden Fall noch an den Weihnachtsmann geglaubt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass ich in der Grundschule auch noch an den Weihnachtsmann geglaubt habe. Weil ich gebe es zu, ich war ein sehr, sehr naives Kind. Sehr naiv. Und... ja, ich denke mal schon, dass ich da... mit 8 noch an den Weihnachtsmann geglaubt habe. Don't pick on me. How old were you? 10. Ja, so. Sag ich ja. Santa's not a genie. Plus, if Santa could give you anything, why would you choose food? I guess it was never a question of whether Santa was real or not for our tiny companion. What a childish thing to ask for. Mind your own business. Oh boy. Sie wünscht sich halt das einzig Relevante. Fressen, fressen, fressen. Ich meine, dass man das, wenn es den Weihnachtsmann jetzt wirklich geben würde, sage ich jetzt mal, dann würde ich mir auch von ihm fressen wünschen. Fressen, 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 fressen. Oder Geld. Damit ich mir was zum Fressen kaufen kann. Ja, man muss Prioritäten setzen, meine Freunde. Man muss Prioritäten setzen und die oberste Priorität hat immer Fressen bei mir. Immer. Es gibt nichts, was eine höhere Priorität hat. Das weiß jeder, der mich kennt. So, hallo Berti. Ich hab ordentlich Arbeit für dich. So. Oh ja, ich hab gut Arbeit für dich. So, das müsste jetzt auch gewesen sein. Alter, schaut euch mal an, was ich nur noch Geld hab. Jetzt kostet er schon... relativ viel. So, jetzt will ich mir aber mal... alles klar, Kriegsbeil ist fast auf Level 3 bei mir. Das passt mir sehr, sehr gut. Alter, das Schwert kann auf Level 5 gemacht werden, weißt. Da freue ich mich drauf. Excalibur haben wir. Und sie hat die Klaue auch schon fast auf Maximum. Sehr schön. Ja, wunderbarigst. Dann würde ich mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal sehen wir uns hier mal an Ort und Stelle wieder. Und wir schauen uns mal, ob wir Chris irgendwo finden, um herauszufinden, wie es denn unsere Freundin Pamela nach dem fetten Bitch-Slap von... ich habe schon gemeint, hier steht sie jetzt. Hat, nach dem fetten Bitch-Slap von Marlene, wie sie denn da so geht. Also gut, Leute, das war dem Let's Play Secret of Mana für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.